Willkommen zu diesem YouTube-Video. Mein Name ist René Ranisch, Geschäftsführer von der Firma Frame Media. Und ich sitze heute hier mit einem Kunden von uns, mit Nico Fillert aus dem Odenwald. Und ja, Nico, erstmal vielen Dank für die Zeit. Ist ja relativ früh heute, am Wochenende, weiß ich sehr zu schätzen. Stell dich doch gerade mal vor für die Leute auf unserem Kanal, die dich jetzt nicht kennen oder die jetzt keine Sachen gesehen haben, was wir für euch produziert haben. Ja, mein Name ist Nico Fillert. Ich bin Geschäftsinhaber des Instituts Flourish hier im Odenwaldkreis. Wir sind in der alten Schule hier in unserem Seminarraum in Brombachtal-Böllstein. Hier geben wir Kurse im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben hier unter anderem noch eine Praxis als Heilpraktiker für Psychotherapie und betreuen hier Menschen in Lebenskrisen und bei ihrer persönlichen Entwicklung. Ja, Nico, du bist ja dieses Jahr mit deiner Trainerkollegin, mit der Carolina, auf mich zugekommen wegen dem Thema Videomarketing, allgemeines visuelle Darstellung für euer Unternehmen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, euer Standpunkt, bevor ihr zu uns gekommen seid, weil da hast du ja erwähnt, dass ihr viel in Eigenregie gemacht habt. Erzähl vielleicht mal darüber zwei, drei Sätze, wie praktisch eure Situation war, bevor wir beide uns kennengelernt haben. Ja, meine Trainerkollegin, die Carolina und ich, wir haben Anfang des Jahres gemeinsam hier am Institut ein neues Kursangebot etabliert. Das nennt sich Captivated, Merkmale toxischer Beziehungen. Und dabei haben wir Menschen die Möglichkeit geben wollen, einfach sich aus solchen Mustern zu befreien, durch 1:1 Coachings und durch Workshops, die wir hier am Institut geben. Dazu haben wir einen YouTube-Channel gegründet. Die Carolina hatte damals die Idee, diese einzelnen Muster, die in solchen toxischen Beziehungen häufig immer wieder sich vermehrt darstellen, einfach mal klar strukturiert in einem toxischen Kreislauf einfach mal einen Menschen über einen YouTube-Channel darzustellen. Also ihr wolltet praktisch die einzelnen Probleme oder diese Etappen, was genau, da abläuft. Einzelnen Verhaltensmuster sozusagen. In Form von Videos verfilmen, sage ich jetzt mal. Was war der Hintergedanke? Also warum macht man sowas? Erstmal grundsätzlich, warum macht man heutzutage Videos? Oder, weil das ist ja eigentlich ein Thema, man spricht ja Leute an, denen es nicht so gut geht. Ja. Also vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Sachen sagen? Ja, einfach mal, um erstmal Bewusstwerdung zu schaffen, ja, um Menschen einfach ganz klar zu erkennen lassen, dass sie sich in einer toxischen Beziehung befinden oder dass im Moment gerade der Partner es nicht ganz ernst mit dir meint und dass der eventuell versucht, dich da auf eine gewisse Art und Weise zu manipulieren. Und vielen ist es gar nicht mal bewusst, erstmal, dass sie sich in so einer Beziehung befinden. Mhm. Und da war unser Ziel der Videos erstmal, Aufmerksamkeit zu erregen in diesem Thema bei Menschen und auch gleichzeitig Bewusstwerdung zu schaffen, dass die Menschen wissen, okay, könnte es wohl möglich sein, dass ich mich in so einem Beziehungsmuster befinde. Ja, bevor wir jetzt von der vorigen Frage abschweifen, wie war der Ist-Zustand damals, bevor ihr, also ihr habt ja beschlossen, dieses Angebot oder diese Videos zu machen. Wie waren dann die nächsten Schritte? Weil wir haben uns ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekannt. Mhm. Also nicht auf geschäftlicher Ebene. Ja, wir hatten die Idee, an mehreren Standorten im Odenwald zu filmen. Damals haben wir uns ein kleines Equipment angeschafft und haben dann gemeinsam losgelegt. Also in Eigenregie praktisch. In Eigenregie. Ja, das kenn ich. Und das ist natürlich super, super schwierig. Gleichzeitig Regie, Kameramann und Aktor in einem zu sein. Warum ist das schwierig für jemanden, der, sage ich mal, zuschaut und selber Videos dreht, Unternehmer ist und sagt, hier, ich will auch Videos machen. Also sag mal aus deinen eigenen Worten, warum das schwierig ist? Weil eigentlich kannst du auf Aufnehmen drücken und redest. Ja, so ganz einfach ist es nicht. Also es ist dann auch mal, wo der Akku ausfällt oder du hast einen Autofokus nicht mehr richtig eingestellt bei einer Kamera. Es wird am Tag, wir waren beim ersten Dreh mit dir damals, waren wir damals im Fürstenlager. Mhm. Es verändert sich mit der Tageszeit auch das Licht dem Park. Und es sind viele, viele Details einfach, wo du darauf achten musst und bist dann selbst auf einmal in einer Situation, wo du immer angespannter
wirst, weil du ja sozusagen auf alles achten musst. Ja, musst deinen Fokus versuchen, auf alles zu richten. Mhm. Und da ist es natürlich top, wenn man so ein professionelles Team wie euch dann dabei hat, die dann anfangen und dann Teile dieses Sets einfach übernehmen. Also ihr habt dann praktisch das selbst gedreht, selbst vor der Kamera gesprochen, selbst noch die Idee ausgesucht. Genau. Die Location wahrscheinlich auch noch. Also ihr habt praktisch alles selbst gemacht und das Ergebnis war halt... Es war gut, aber lange nicht so gut wie mit dir, René. Also es ist halt, man hat es, du willst schon sagen, das ist ein Unterschied zu einer Eigenregie, als wenn man das an einen Professionellen abgibt? Auf jeden Fall. Okay. Ja. Und was war aber doch dann trotzdem der Grund, dass ihr dann uns kontaktiert habt? Naja, der Grund war, dass wir gemerkt haben, dass es professioneller werden wird, gemeinsam mit dir. Wir haben ja damals dich als allererstes beauftragt, damals um ein Intro für diese Serie uns zu schaffen und waren von dem Produkt ganz stark beeindruckt und fanden das echt toll, wie du das alles auch geschnitten hast, wie die einzelnen Sequenzen angeordnet waren. Wir fanden auch das Intro-Lied, den Titel, den du ausgewählt hast für uns, passend und stimmig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen mit Frame Media weiter. Ja, man hat wahrscheinlich auch schon gesehen, also das kann man jetzt offen reden, das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Also das Intro, man hätte halt den Unterschied gesehen von dem professionellen Intro zu der Eigenregie im Gesamtpaket bei dem Video. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das hatte einen modernen Touch, du hast umgesetzt eigentlich das, was wir anfangs auch uns gewünscht haben. Das hat dazu geführt, dass wir dann letztendlich dieses Jahr mit dir zehn Interview-Folgen über das Thema toxische Beziehungen. Ich weiß ja noch, als du mir gesagt hast, als ich das Intro geschickt habe, du hast mich ja angerufen und hast dann gebrüllt, ne, vor Freude. Ja, auf jeden Fall. Und Carolina war ja auch total beeindruckt von allem drum und dran. Und ja, ich finde das halt auch einfach so ein Beweis, wenn man halt das in Eigenregie macht, das ist dann immer nur so, ja, ich will es jetzt nicht schlecht reden oder Standard. Viele haben halt auch nicht die Möglichkeit, muss man halt auch sagen. Ich hatte ganz früh auch nicht die Möglichkeit, wie es halt jetzt hier ist, dass hier jetzt drei Kameras sind und dass halt das jemand macht. Aber es ist natürlich schon wesentlich entspannter hier, ne? Weil wir sitzen jetzt hier, wir reden, es wird gemacht, wir trinken Kaffee, wir quatschen ein bisschen, als wenn man sich jetzt hier auf wirklich halt alles konzentrieren muss. So, da haben wir ja genau 10 Videos für euch produziert, also für dich und Carolina, zu diesen verschiedenen Themen. Wie waren so die ersten Resultate oder was haben dann so die Mitmenschen gesagt oder vielleicht Patienten von euch, weil in der Regel ist ja so, wenn man einmal das richtig macht, ist ja erstmal das ganze Umfeld, sagt wow. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie so die ersten Eindrücke waren. Ich weiß ja, du hast mir ja gesagt, wie es war, aber vielleicht ja von deiner Seite nochmal. Ja, letzten Endes hatten wir relativ schnell Zuwachs auf unserem YouTube-Channel bekommen. Die Videos hatten so Klickzahlen zwischen 10.000 und 25.000 Views, also was ist ja ein Thema, ganz was ordentlich ist. Viele Menschen betrifft Anfang, wahrscheinlich. Ne? Genau. Was war einfach ein interessanter Inhalt und viele haben uns auch angeschrieben, haben gesagt, okay, wir finden uns gerade auch wieder in diesen einzelnen Inhalten, in diesen Manipulationstechniken, hat auch mal ein Partner mit mir gemacht oder geht mir gerade in meiner jetzigen Situation so. Und haben sich dann auch in Coachings an uns gewendet dadurch. Also habt ihr praktisch, das Ziel war ja mit den Videos, Leute anzusprechen, die Probleme haben in dem Bereich. Also das betrifft ja Männer und Frauen, betrifft ja jeden oder die große, breite Masse. Und dadurch, dass halt Leute, die das Problem haben oder die sich wiedererkennen in Videos, sich an euch wenden, um praktisch dann ihr den Menschen helfen können. Exakt. Einfach erstmal, wie gesagt, Menschen darauf aufmerksam zu machen, ihr seid nicht alleine, ihr könnt auch euch an uns wenden, ja, wir sind da die Experten, wir unterstützen euch bei diesen Themen und das im 1:1 Setting, entweder hier bei uns im Institut mit unseren Coaches oder halt in unseren Workshops, die es im kommenden Jahr auch wieder geben wird, einmal hier in den Räumen bei uns im Institut oder aber dann online. Das kann derjenige frei wählen, ob er hier in den wunderschönen Odenwald, in unsere alte Schule kommen will. Ich finde sie super. Klasse. Oder ob er das per Zoom-Meeting mit uns. Also ihr bietet praktisch 1:1 Lösungen an und in einer Gruppe? Ganz genau, ja. Okay, das ist wahrscheinlich auch hier der Meetingraum, ne, wo wir gerade sind. Exakt, das ist einer unserer Seminarräume, wo wir uns hier befinden. Okay, und jetzt mal knallharte Antwort von dir. Wie war die Zusammenarbeit? Ich weiß, ich bin nicht ganz einfach immer, ich weiß es selbst. Ich weiß. Weil ich enorm perfektionistisch bin, weil ich denke mir halt, wir machen das halt einmal richtig und dann muss halt alles sitzen. Aber sag jetzt mal aus
Na René, wir kennen uns ja auch freundschaftlich durchs Boxen und ich weiß, dass du da schon recht gut mit deinem rechten Haken durchziehst. Wirklich, ja. Und so ziehst du auch in der Arbeit durch. Also bist jemand, der dranbleibt, der einen motivieren kann, auch in dem Moment, wo man selbst dann so ein bisschen auf den Hänger bekommt nach so 2-3 Stunden Ist auch Dreh. Sehr anstrengend, ne, irgendwann. Also man unterschätzt es. Es ist nicht nur aufnehmen. Ja, die Konzentration lässt halt irgendwann nach und man verspricht sich öfter und da ist halt schon wichtig, denke ich, dass man jemand hat, der halt immer einen so ein bisschen aufbaut. Wobei, ja, ich bin halt nicht einfach. Naja, das hast du jetzt gesagt. Ja, aber so die Zusammenarbeit, wir haben ja 2 Tage in Folge gedreht. Man muss dazu sagen, es war ja eine Bullenhitze, also es war ja brutal. Bei den ersten 2 Folgen auf jeden Fall. Kann man ja vielleicht hier mal einblenden. Wir haben ja an der in Brombachtal an der XXL-Bank haben damals wir ja Videos gedreht, haben einen Bürgermeister. 38 Grad und Schatten. Und das war ja keine leichte Nummer, sage ich mal. Auch das Equipment ist halt durchgeschmort. Aber so jetzt vom Ablauf, also du hast es ja zum, oder ihr habt es ja zum ersten Mal richtig gemacht oder habt ihr davor schon mal mit anderen Dienstleistern in dem Bereich gearbeitet? Nein. Die Carolina und ich waren, wie gesagt, bei dir auf Neuland gestoßen in dem Thema. Guter Spruch. Videoproduktion. Und wie gesagt, haben das erst selbst probiert und hätten da wahrscheinlich lange, lange gebraucht, bis wir es so umsetzen hätten können, wie es mit dir dann letzten Endes das Produkt wurde. Und sind da heute noch ganz stolz auf unseren YouTube-Channel. Es wird auch neue Folgen auch geben, ja, im kommenden Jahr. Also es gibt bestimmt eine Staffel 2. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher dazu. Und ja, es sind ja einige Sachen nächstes Jahr noch geplant. Ich wollte jetzt nicht alles verraten, aber... Genau, wir haben ein bisschen wieder was vor für das kommende Jahr. Auch ein größeres Projekt mit dem Boxclub, ne? Neues, größeres Projekt. Wenn man so sagen darf. Geht um das Thema therapeutische Boxen einmal bei uns und auch um die Wechselwirkung zwischen unserem Körper und unserem Geist in dem Sinne. Und da bieten wir einen speziellen Workshop ab nächsten Jahr an. Der nennt sich Kopfsport. Okay. Und da... Da geht es auch richtig zur Sache mit Leberhaken etc.? Nein, das nicht. Das ist kein Vollkontakt, den wir da ausüben. Aber es geht um Dinge wie Fokussierung, es geht um Konzentration, um Merkfähigkeit, es geht um Achtsamkeit. Wie kann ich meine Leistung effizient optimieren und wie kann ich mich besser konzentrieren, zum Beispiel auf gewisse Tätigkeiten und auch wie verändere ich meine Emotionen über die Regulation durch den Körper oder auch umgekehrt durch den Geist auf den Körper. Das klingt auf jeden Fall interessant. Also wenn du jetzt zuschaust und dich dafür interessierst, ist ja auch ein bisschen was Sportliches, ne? Es hat sportliche Elemente dabei. Ja, ja. Ja, also es ist nicht nur ein Workshop, in dem wir hier rein in die Theorie gehen, sondern wir gehen auch mit den Teilnehmern in praktische Übungen und in Techniken. Ja. Also wenn es dich interessiert, melde dich gerne beim Nico. Ist vielleicht eine ganz spannende Sache. Also für mich wäre es jetzt, glaube ich, zu schwach. Ich brauche ein bisschen mehr Action, aber ist halt Geschmackssache, ne? Ich glaube, wir würden mit dir auch schon so ein bisschen das hinbekommen, dass du ins Schwitzen gerätst. Möglich, ja. Du Nico, wenn du jetzt ein Unternehmer dich fragen würde, warum sollte man solche Videos denn machen oder warum ist denn so Videomarketing immer wichtiger, weil es wird ja von Jahr zu Jahr immer ausgeprägter, egal in welchen Bereichen, es wird ja gar nichts mehr gelesen oder gar nichts mehr wirklich so gedruckt. Was würdest du denn sagen oder mit als Erfahrungstipp von dir geben oder als Erfahrungswert, warum man das machen sollte? Man hat viel mehr Möglichkeiten, eine Message zu etablieren einfach oder in dem Sinne. Für uns war es einfach wichtig, nicht nur einen kleinen Zeitungsartikel jetzt mal abzudrucken oder einen Flyer, den man regional streuen kann, sondern es auch überregional, weil wir bieten hier ja auch Online-Kurse an und wollen ja auch diese Kurse oftmals und die 1-zu-1-Coachings auch dann Menschen in Hamburg oder in Berlin oder in München oder wo auch immer zur Verfügung stellen. Und mit einem Video holst du einfach digital übers Internet heutzutage viel, viel mehr Menschen ab. Ja, über die Social-Media-Kanäle, einmal Instagram, Facebook, YouTube, die Shorts, die es heute bei YouTube auch gibt, die Kurzvideos und alles, werden ja von den heutigen Generationen viel, viel mehr aufgerufen, da jemand eine Zeitung in die Hand nimmt. Ja, und vor allem so ein Zeitungsartikel ist halt, also ich sage das immer noch, ich hatte das erst letzte Woche bei jemand, da haben die
dann machen die so eine Anzeige für 800 oder 1000 Euro in einer großen Stadt und das ist halt am nächsten Tag weg. Und so ein Video machst du halt einmalig halt richtig und dann hast du das halt... Das ist langlebig. Für immer. Also ja. Wenn du es halt richtig einsetzt, ist es halt für immer da. Und wenn du jetzt in 2 Jahren vielleicht eine Anfrage kriegst durch ein Video, was wir vor 2 Jahren gemacht haben, dann denkst du immer noch, ey, das war eine richtig geile Sache. Exakt. Also eigentlich, jetzt ohne jetzt für mich oder für uns Werbung zu machen, wenn ich jetzt selbstständig wäre in einem anderen Bereich, würde ich auch sofort Videos machen. Richtig halt, weil dann hast du halt einmal die Sache langfristig als, ja, was Kurzfristiges. Genau. Ja, Nico, du hast ja neben dem Institut hier auch eine Praxis, die wir jetzt eigentlich noch gar nicht angesprochen haben. Vielleicht kannst du darüber nochmal 2, 3 Sachen sagen. Das ist ja eher, glaube ich, so für regionale Sachen interessant. Was macht ihr da? Welche Leute kommen da? Wie machst du da Werbung oder hast du bisher Werbung gemacht? Oder ist das einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, gerade weil es halt regional ist? Ja, neben dem Institut gibt es hier in den Räumen noch eine Praxis, die ich führe als Heilpraktiker für Psychotherapie. Mhm. In unseren Coachings, da unterstützen wir Menschen in Lebenskrisen und in unserer Praxis, da unterstütze ich Menschen in psychischen Krisen, die sie haben. Das kann sein, dass da jemand mit Angststörungen oder mit irgendwelchen Phobien oder wie auch immer zu uns hierher kommt ins Unternehmen. Und wir mit ihm versuchen, da ihn bestmöglich zu unterstützen und einen gesunden Weg für ihn zu finden, dass er es schafft, eventuell wieder aus den Situationen sich zu befreien. Haben wir, wie gesagt, hier mit unter anderem regional die Möglichkeit, Menschen in diesen Bereichen auch Unterstützung zu bieten im Odenwaldkreis und Darmstadt-Dieburg und alles, was so noch um uns herum liegt. Von jung bis alt? Von jung bis alt. Okay, interessant. Also wenn jetzt jemand hier zuschaut und das Thema interessant findet oder ein Problem hat und einfach mit dir unabhängig sprechen möchte, kann er sich ja mal gerne unter eurer Internetseite melden oder einfach per Instagram oder ich werde das jetzt hier einblenden, wo er euch kontaktieren kann und mit euch auch nochmal das Gespräch suchen. Weil oft ist ja so, dass die Leute am ersten Schritt halt abschrecken. Ist ja bei uns auch so, wenn jetzt jemand was machen will, die haben halt eher Angst zuerst zu fragen, bevor die halt irgendwas umsetzen, ist ja leider viel verbreitet. Und ja, wenn du jetzt Unternehmer bist und du das Thema Videomarketing grundsätzlich interessant findest und mal schauen willst, wo wir vielleicht dein Unternehmen mit Videomarketing oder mit einem Aufbau von einem YouTube-Kanal oder einem Image-Video weiterbringen können oder online sichtbar machen können, dann melde dich gerne unter www.frame-media.de und ja, da würde ich mich freuen, von dir zu hören. In dem Sinne, Versprecher darf man ja mal drin lassen. Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und Nico, vielen Dank für die Zeit. Und ich freue mich auf die weiteren Projekte. Und wenn ihr weiter an dem Thema vielleicht beim Nico habt, dann schaut auch gerne mal bei dem im YouTube-Kanal vorbei, was wir da aufgebaut haben, welche Videos. Und bei Interesse lasst einen Kommentar da oder wenn ihr Fragen habt, meldet euch. In dem Sinne, einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut.